Hallöchen und ein schnurziges Willkommen zu einem weiteren React auf das Dead Space von Nemasuk. Und heute sind auch wieder die gute Dragomir und Salome mit dabei. Hallöchen. Hi. Bei Salome bitte nicht wundern, die gute liegt aktuell noch im Krankenhaus. Sie hatte eine OP an der Schilddrüse. Daher nicht wundern über die Tonqualität und dass sie vielleicht nicht ganz so viel zu erzählen hat oder wenn das etwas merkwürdig klingt. Und Dragomir ist leider auch krank, da also auch nicht wundern, dass das ein bisschen komisch klingt. Ich bin noch topfit, mir geht es gut. An mir liegt es nicht. Hauptsache. Genau, an mir liegt es nicht. aber ja, ihr wisst Bescheid. Und auch wenn die gute Salome im Krankenhaus liegt, sie lässt sich nicht nehmen, mit im React dabei zu sein. Da kann sie nichts hindern. Und ja, ja. Ich würde sagen, dann... Und selbst wenn ich jetzt komplett heiser wäre und keinen Ton mehr rauskriegen würde, ich wäre dabei. Genau, dann würdest du halt nur zugucken, aber nicht reden. Genau. Gut, ja, dann würde ich sagen, wir fangen mal an und ich bin gespannt. Hast du die Cam anständig platziert? Ja, habe ich. Sehr gut. Ist nur leider etwas heller, weil die Sonne draußen scheint, aber sie scheint nicht hier in meine Bude. Von daher ist die Cam ein winzig kleines bisschen heller, aber solange man mich noch sieht, ist alles gut. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wir starten und ich bin gespannt. Mhm. Da gurrt irgendwas. Ja. Wow, du bist voll der Profi, Alter. Totaler Profi. So, hier. Bin ich offensichtlich schon. Entschuldigung, dass man das hört. Warum, weiß ich nicht. Aber ich glaube, bisher hat man, wenn da viel los war, nicht ganz... so viel gehört. Warum zum Fick minimiert sich das Spiel? Nicht schon wieder ein Badezimmer. Ich hasse Badezimmer. Vor allem, wenn da noch Blut mit bei ist. Gut, das klingt jetzt auch merkwürdig tatsächlich. Oh, nicht ihr schon wieder. Ach komm. Wenn das meine nicht erschreckt, wird sie glatt zum lachenden Weihnachtsmann. Ja, aber immer. Ich weiß nicht warum, aber immer einfach. Das, meine Freunde, wird aus Durchfall, wenn man nicht abzieht. Genau das passiert dann. Er springt dich hinterher wieder an. Wenn du nicht aufpasst. Oh Gott, das war jetzt hier bildliche Vorstellungskraft-Hilfe. Ja, eine bildliche Vorstellungskraft, die man eigentlich nicht unbedingt braucht. Ja, oh Mann. Kling! Hör mal, Junge! Was machst du denn da? Das Spiel hat so dezente Probleme, habe ich das Gefühl. Soll ich dir helfen? Hallo, guck mal, ist er nicht süß? Ja, die ist komplett backfrei. Nee, da stinkt's. Boah, da sieht man gar nichts. Toxische Gefahr registriert. Isaac, wo bist du? Hilf mir. Oh Gott. Wo kommt denn der auf einmal her? Nicht! Nein! Nicht tun! So sollte zumindest ein Teil des Gases verbrennen, denke ich. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich muss alles versuchen zu sehen, wie Hidaka ihre eigenen Leute auskotzt. Ihre eigene Lunge auskotzt, Entschuldigung. Ihre eigenen Leute auskotzt. Ist auch mal ein interessanter Gedanke übrigens. Denkt mal drüber nach. Wenn man die eigenen Leute wieder auskotzt. So, wir kamen mit... So, Schnucki. Toxische Gefahr beseitigt.
Injiziere konnte ich ja 7? What the fuck? Wie viele sind hier? Ich habe in der Quest, wo die angezeigt wurde, gerade mal 3 oder 4 Stück gelesen. Und jetzt sind wir hier schon bei Keucher 7. Wo ist denn die Quest? Es wäre cool, ja, aber ich bezweifle es. Aber dieser verseuchte Anzug war schon geil. Oh. Habt ihr das gerade auch gehört? Ich habe gerade Gänsehaut. Ja, ich auch. Bis zum Arsch habe ich Gänsehaut runter. Das ist auch mal eine geile Aufzugmusik. Ich tue, was ich kann. Lalalala. Ah, Speiser. Ich bin immer happy, wenn ich das Gerät sehe. Oh, das war ein... Dafür, dass wir das hier geändert haben, das war ein ziemlich langes Stück, ne, was wir da jetzt hatten. Sag mal. Ich frage mich ja bis heute noch, wo der herkam. Ja, der saß bestimmt irgendwo oben und ist dann halt runtergesprungen oder so. Der ist auch auf. Ja, gut möglich, ja. Irgendwo war er auf jeden Fall und hat gelauert. Er kam einfach mal von oben runtergesprungen. Warum nicht? Warum nicht? So, wo lang? Guck mal, die macht gerade Yoga-Übungen. Oh, okay. Hi. Hallo. Diesmal wird nicht so rumgeschrien. Ist das noch die gleiche Mechanik wie früher? Da kam das einfach mal auf mich zugeschossen. Boah. Das ist zu. Lass mich raten. Level 3, natürlich. Ist ja auch rot gewesen. Bei mir stand da das Bild. Was? Bei mir stand da das Bild. Okay. Bei dir ist das Bild nicht gelaufen? Nee. Soll ich nochmal zurückspulen? Nö, brauchst du nicht. Mach ruhig weiter. Okay. Toll. Die Augen, Alter. Blech. Ich lebe noch, guck mal. Ja, du bist gruselig, lass das. Ich kann meinen Kopf drehen. Boah. Hör auf damit. Bitte. Oh Mann. Ha. Oh nee, nicht du. Weg. Oh, guck mal, wie er es versucht. Hallo. No. Oh, ist er nicht süß? Der kleine Krepel. Ich find's immer schön, wenn sie nicht aufgeben. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich bin. Ah, du bist hier. Doch da, wo du bist. Gott! Dir geht's zu gut, eindeutig. Dir geht's eindeutig zu gut, Junge. Die anderen Rigs vielleicht auch noch während den Hauptquests kriegen? Oh, wat? Olle. Lalalala. Ja, nee, ist klar.
Ach, das ist wieder eine Spuckerin gewesen. Ich hoffe, du hast Spaß damit. Weißt du, ich darf noch nicht mal meinen Wegpunkt benutzen, um zu gucken, wo ich hin muss. Noch nicht mal das, der Fisch. Ja, die Rubinen, guck mal, Alter. Wir sind bei 150k. Oder 100, ja, 150k. Ja, genau. Nee, 15k. 150, doch. Doch, 150k. Oh Gott. Warte, Mann. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Nee, ich war da verwirrt. Wird das jetzt wenn man 15.000 hat, 150k? Oder wird das jetzt bei 150.000, 150k? Aber das K steht ja für 1000, also wird es bei 150k, 150.000. Mhm. Da war ich gerade so ein bisschen abwesend. Deswegen sage ich so. Mathe, Mann. Ja. Oh, das war's, okay. Ja, war schick. Obwohl ich diesmal tatsächlich mehr über den Inhalt lachen musste, als über die Effekte. Also ja, genau. Die Szenen ja. Selber, wie du das synchronisierst, das Viech, was da wobbelt und oh. Ja, herrlich. Ja, das war schon gut, ja. Und ich finde persönlich auch, wenn es nicht so ganz krass viele Effekte sind, gefällt mir das persönlich auch irgendwie besser. Die Effekte sind geil, keine Frage. Aber wenn dann bei jeder Szene halt ständig Effekte dabei sind, dann lacht man wirklich mehr über die Effekte als über das Best-of an sich gewissermaßen. Ja, das stimmt. Das war schon echt gut. Genau, ja. Weil ich glaube, am Ende, das Mathe-Mann hätte schon gepasst. Ja, oder wieder diese Überlegungssymbole da. Ja. Hätte auch gepasst. Das hätte auch noch gepasst. Ja, so ein witziges Ding zum Ende oder genau, so. Aber ansonsten war das echt gut. Oder was auch gut gepasst hätte, dieser Affe mit diesen Scheiben da, wie heißen die? Weißt du, wo bei Homer Simpson im Kopf immer sitzt? Der hätte da auch bei mir im Kopf gepasst. Ja. Gut, ja, war ein schönes Best-of, bitte mehr. Und von Dead Space sollte ja, glaube ich, jetzt nicht mehr ganz so viel kommen. Ich glaube, das geht jetzt langsam auch Richtung Ende. Und die Best-of-Szenen mit dem Hunter fehlen noch. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Der war aber nämlich war auch noch nicht bei. Aber war der, ja, der war doch, aber wenn man so den Verlauf von den Best-ofs anguckt, hätte der doch eigentlich schon dabei sein müssen, oder? Ich glaube, nee, wobei. Nee, das geht noch gar nicht. Das geht noch gar nicht Richtung Ende. Es war ja auch noch das zusätzliche Schiff nicht gewesen mit den Twitchern. Das war ja auch noch nicht. Nee. Das ist doch noch ganz weit weg. Okay, dann werden wahrscheinlich noch eine ganze Menge Best-ofs kommen. Ja, gut. Ich wäre mal gespannt, ob irgendwann ein Best-of sonst auf die Showlist kommt. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit, ja. Er hat ja gesagt, er guckt sich mal so überall durch, ob da was Interessantes mit bei ist. Und ich denke mal, da wird auch The Forest mit dabei sein. Mehr schon lustig, ja. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn er dann selber noch mit dabei ist. Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefallen die Best-ofs genauso wie uns. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auch im nächsten Best-of, ne? Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wow.